Vor mittlerweile 3,5 Wochen haben wir ein Video hochgeladen, Dein Beichtstuhl Exposed. Einen Tag später haben wir eine Nachricht eines Geschäftspartners von Dein Beichtstuhl erhalten, in der er uns gedroht hat, einen Prozess gegen uns einzuleiten, wenn wir das Video nicht innerhalb von 24 Stunden offline nehmen. Vorgeworfen hat er uns falsche Verdächtigung, üble Nachrede, Volksverhetzung sowie Anleitung zu Straftaten. Obwohl wir davon überzeugt waren, dass das Video keinerlei Unwahrheiten enthält, haben wir uns kurzerhand dazu entschieden, das Video runterzunehmen, weil wir aktuell nicht die finanziellen Mittel haben, um einen solchen Prozess zu bestreiten. Was in den folgenden Tagen und Wochen passiert ist, hat uns extrem gefreut. Unser erstes Update war mehrere Tage in den Trends und wir haben unzählige Kommentare und private Nachrichten mit neuen Hinweisen bekommen. Vielleicht sogar genug für ein weiteres Exposed, aber warten wir erstmal ab. Innerhalb kürzester Zeit gab es unzählige Reuploads des Originalvideos. Der Support aus der Community war einfach unglaublich. Klängern, KuchenTV, Herr Newstime, Mois, Space Radio und viele weitere haben sich zu dem Thema geäußert. Auch andere große YouTuber wie die Jungs von Ultralativ und Behind haben uns privat angeschrieben und ihre Unterstützung angeboten. Das Video hat auch außerhalb von YouTube eine Welle losgetreten. T-Online und die Online-Marketing-Rockstars haben sich mit uns in Verbindung gesetzt und ebenfalls ausführliche Artikel veröffentlicht. Laut T-Online hat Dein Beichtstuhl in der Vergangenheit bereits Nacktbilder von Nutzern für sogenannte Penis- und Sex-Challenges eingefordert. Diese Bilder sollen dann über Snapchat, Twitter und Telegram verbreitet worden sein. Über seine Instagram- und Facebook-Kanäle soll er dann auf andere Plattformen verwiesen haben, auf denen freizügige Bilder nicht umgehend gemeldet und gesperrt werden. So zum Beispiel in diesem Instagram-Post vom Betreiber selbst. Ich, männlich 19, beichte, dass ich gerade einen Snap bekommen habe von einer 15-Jährigen, die voller Spermaflecken war und dazu geschrieben hat, so muss das aussehen, wenn man geblasen hat, Beweisbild gibt es auf Snapchat, Sperma muss auf Insta und Facebook ja nicht sein. Für die ganze Unterstützung und den Zuspruch aus der Online-Community bei der Sache wollten wir uns einmal herzlich bedanken. Alle Links zu den Videos und Artikeln haben wir euch unten verlinkt. Knapp eine Woche nach der Veröffentlichung von Dein Beichtstuhl Exposed hat sich der Betreiber von Dein Beichtstuhl in einem Interview bei Mois zu Wort gemeldet. Er hat sich entschuldigt, die Profile beworben zu haben, wolle so etwas nie wieder tun und von ihm hätten wir keine Anzeige zu befürchten. Außerdem habe er so lange mit seiner Stellungnahme gewartet, weil der öffentliche Druck zu groß war. Was von dieser Stellungnahme zu halten ist, sei mal dahingestellt. Wir sind jedoch froh, dass die aktuellen heißen Damen vorerst nicht mehr beworben werden. Wir warten jetzt erstmal ab, was weitere Recherchen ergeben und hoffen, dass der Betreiber, wenn sich offiziell herausstellen sollte, dass er etwas verbrochen hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Wir sind stolz darauf, mit unserem Video so viele Menschen erreicht zu haben und waren von dem Support der Community überwältigt. Wir haben uns dazu entschieden, Dein Beichtstuhl Exposed wieder zu veröffentlichen, da wir von Seiten des Betreibers keine rechtlichen Schritte mehr zu befürchten haben. Für diejenigen, die sich das Video also noch nicht angeschaut haben, ist das Video ab jetzt wieder auf unserem Kanal verfügbar. Bei Twitter halten wir euch mit weiteren Updates auf dem Laufenden.